Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2. Hier mit unseren Stammis. Und ja, wir sind alle fleißig am Fähigkeiten lernen. So. Wie sehen denn eure Bedürfnisse aus? Du müsstest vielleicht auch mal aufs Klo und duschen und ab in die Falle. Und du gehst erst dahin und dann kannst du schlafen gehen. Ach so, du warst schon schlafen. Ja, das tut mir ja leid, ne? Ach, du hast Mac and Cheese oder irgendwie Käsenudeln, irgendwie sowas gemacht. Das ist ja nett von dir. Dann steh noch mal auf. Dann darfst du gerne dir noch eine Schüssel nehmen. Und dann, beziehungsweise vorher, gehst du vielleicht mal aufs Klo und duschen. Und dann kannst du dir gerne so eine Schale gönnen. Weil beim Essen... Und du musst unbedingt aufs Laufrad. So, mein Lieber. Du wirst dann auch mal aufs Klo gehen und schlafen. Und du bist noch fleißig am Lernen? Noch 2 Punkte und dann hast du das, die Fähigkeit auch hinter dir. Ne? Und wir fehlen noch 3 Punkte, aber die kriegen wir auch hin. Und die Sauberkeit halt. Wenn wir die schon so mal zwischendurch kriegen, dann ist das doch cool. So, hast du denn selber auch was gegessen? Nö, hast du nicht, ne? Du bist jetzt nicht eingeschlafen, oder? Macht aber den Anschein. So. Meinst du, du könntest den Punkt noch zusammenkriegen? Super. Ich bin stolz auf dich. So. Hättest immer noch ein bisschen Hunger. Und du kannst ruhig mal hier unten helfen, aufräumen, mein Freund. Also ich denke mal, du kannst ruhig in deinem eigenen Bett schlafen, auch wenn das kinderhaft ist. Ich krieg da dann auch, denke ich mal, was anderes. Aber... Solange das noch nicht... erledigt ist. Und ich glaube, die Tierchen können wegen der Anlage nicht schlafen, ne? Nicht so richtig. Ja, also schon klasse, ne? Warum dann die Lichter hier eigentlich nicht ausgehen? Weil es sollen ja automatische Lichter sein, ne? Aber die sind dann immer an. Naja, dann schalten wir die mal aus. Müssen ja auch nicht die ganze Nacht brennen.
Die geben noch viel mehr Energie als dieses Doppelbett. Ah, die beiden haben heute frei. Das trifft sich gut. Da könnt ihr nämlich auch dann frisch lernen, ne? Frisch lernen. Jetzt geht's erstmal ins Bad. Und du kannst hier mal schnell in die Badewanne hüpfen. Und wegen dem Laden müssen wir auch mal gucken, Madame. Und jetzt mache ich erstmal die Fähigkeiten fertig. Das ist ja nur noch ein Körperpunkt. Wie sieht denn deine Fitness aus? Da könnten wir ruhig dich mal aufs Laufband schicken. Wer war hier? Ich habe doch jemanden gesehen. Ah ja, die Mia ist wach. Okay. Auf Brust klopfen, das muss jetzt auch nicht sein. Du müsstest nämlich noch deinen Körperpunkt. Deine Körperpunkte zusammenkriegen, ne? Also Tee servieren, ja, von mir aus. Oh, stinkt. Pünktchen schon wieder. Ui. Müssen wir dann dafür sorgen, dass dann der liebe Hund dann auch trainiert wird, ne? Trainiert. Gewaschen. Wie komme ich dann auf trainiert? Und ihr trinkt jetzt erstmal Tee, ne? Ach ja, warum denn nicht, ne? Im Schlafanzug morgens den Tee genießen, ne? Das ist doch schön. So, und ich denke mal, du bist auch gleich wach. Ja. Also zumindest wäre das ja mal praktisch, wenn du mal aufstehen würdest. Und zwar, wir haben ja nur ein Sportgerät, ne? Leider. Vielleicht müssen wir das ein bisschen anders da machen. Ja, bei den Fähigkeiten hier kann ich das irgendwie nicht mehr reindrücken. Aber es wäre halt cool, wenn wir sowas nochmal hätten. Oder gibt es noch was, was effektiver ist? Spaß 1. Spaß 3. Okay, Spaß 5. Spaß 10. Okay. Dann hole ich doch mal was, was noch ein bisschen mehr Spaß bringt, ne? Wäre ja für unseren Teenager gar keine so schlechte Idee, ne? Bringt Spaß. Angeblich, eigentlich. Oder wird dann... Okay, es wird eher abgezogen, ne? Aber dass er mal was tun muss, ist ja schon klar, ne? Voll am die Learning-Gruppe. Ja, dir fehlt nur noch ein Körperpunkt. Dir fehlen immer noch drei. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ja. Oh, du stinkst ja immer noch. Da müsste ich mal was tun, ne? Kannst du dich mal drum kümmern? Dann kannst du hinterher aufs Klo gehen und dir Reste nehmen. Und du gehst mal hier hinten aufs Klo und kannst mal das Bett machen. Und dann kannst du dir nämlich auch Reste nehmen. Ja, ist ja gut.
Auf jeden Fall kannst du da ruhig noch ein bisschen weitermachen, ne? Ja. Hey Abigail, ich habe hier ein paar muskelbepackte Infos für dich. Komm mit deiner neuen Mitgliedskarte ins Luxus Fitness Center und erlebe ein Workout, wie es dir noch nie untergekommen ist. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich auch. Und zwar füllen wir erstmal den Napf auf. Und dann rufe ich den Transport an. Du kannst dir gerne... Ich möchte eigentlich nur ein Taxi haben. Ah ja, genau. Und zwar nehme ich nämlich die Pia und den Alex mit. Und natürlich unseren Theo. Und die anderen beiden, die können ja zu Hause bleiben, ne? Und zwar wollen wir unter Hobbys, und zwar das Luxus Fitness Center. Da gucken wir uns mal die Dinge an. Da einsteigen. Weil das gucke ich mir gerne mal an. Ich weiß, du bist, aber da gibt es bestimmt auch Duschen und so. Und Toiletten gibt es da auch. Also, hier wird sich nicht gedrückt. Wir sind auch gleich da. Meine Güte. Wird dann so ein... Ja, ist gut. Ja, wir waren ins Fitnesscenter. Das ist auch gerafft, ne? Ich bin mal gespannt. Das wird bestimmt cool. Ich bin gespannt. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Wie es da aussehen wird. Und, aber das motiviert auch bestimmt noch mehr, so als Krüppchen da in das Fitnesscenter, ein Luxus-Fitnesscenter wohlgemerkt. Also da muss es ja richtig geil sein. Okay. Interessant. Oh ja, da können wir schwimmen gehen. Das wäre doch mega. Dann werden wir das ja maximieren. So, wie sehen denn eure Bedürfnisse aus? Du kannst ruhig unten schwimmen. Du müsstest vielleicht vorher mal duschen. Achso, das ist keine Dusche. Gibt es hier eine Dusche? Hier muss es doch auch Duschen geben, oder nicht? In einem Fitnesscenter? Dass man sich frisch macht? Haben die noch nie was von gehört, ne? Das ist ja... Ah doch, hier ist doch die Dusche. So. Jetzt habe ich es wieder falsch rum gemacht. Du musst hier auf die Seite. Und du kannst hier mal hingehen und dann kannst du... Und du, Theo, du kannst ja, eigentlich könnt ihr auch alle schwimmen gehen, oder? Was ist denn dein Problem? Dann steigt doch hier ein, hier ist doch die Leiter. Was stellt ihr euch denn heute so an?
Ja, natürlich musst du jetzt auch schwimmen, ne? Vielleicht muss ich auch mal ein eigenes Fitnesscenter machen. Seien wir dann auch Luxus. Die brauchen noch mehr Freiheit hier im Pool, Mann. Ja, du musst echt noch was tun, ne? Ja, hallo? Ah, du gehst jetzt was essen. Von mir aus. Und was jetzt genau? Denkst du, das Essen schwimmt jetzt auf dich zu oder so? Kannst ruhig servieren, ne? Sondern bei euch ist auch alles gut. Hi Chi, ich glaube, es geht los. Dann kannst du auch ein bisschen was essen, bevor es schlecht wird. Und du kannst auch erst essen kommen. Und dann geht's noch mal richtig los, ne? Also, wir sind hier noch nicht fertig. Hast du jetzt mal fertig ausgeteilt? Nee, ich möchte nicht, dass du dich hier hinsetzt. Ach man, du bist doch doof. Richard Becker. Ich habe gesagt, du sollst das hier essen. Dann könnte ich mal die Wände hier mal klein machen. Dann kann man auch alles sehen. Du kannst dich ruhig hier hinsetzen. Nein, du setzt dich da nicht hin. Ja. Eieieiei. Wir können uns ja mal zuprosten und so. Oh ja, cool. Auf die Fitness. Wieso ist bei euch Minus? Verbeugen? Was ist denn verbeugen? Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Das müssen wir dann natürlich unserem Vater noch auch beibringen, bevor wir gehen. Also. Und natürlich wird weiter trainiert. Deswegen sind wir ja hier. So, Abby, bist du jetzt mal mit dem Essen fertig? Ich finde das klasse, dieser Ausflug ins Fitnessstudio. Das läuft doch wirklich gar nicht mal so schlecht, ne? Bis auf Abby, die halt ein bisschen müde ist jetzt. Aber der Rest hält ja noch durch.
Ah, du hast deinen Körperpunkt erhalten. Du möchtest auch wieder fit werden. Ich denke mal, das hast du dann damit abgeschlossen, denke ich. Nee, noch nicht ganz. Ja, doch. So, wie sieht's bei dir hinten aus? Ah, du hast den Körperpunkt, die Körperfähigkeit fertig. Und bei dir würde ich gerne gucken, dass du noch den einen Punkt hinkriegst, ne? So, dann würde ich dir vorschlagen. Okay. Dass du jetzt erstmal aufs Klo gehst und duschen. Und du schläfst, okay. Kein Problem. Du kannst dann auch hier unten duschen, aufs Klo gehen. Wer? Alter, Professor Edith von Freiherr. Du hast gewonnen und ihr seid Feinde, Boris Weburg. Und ihr prügelt euch gleich auch wieder, oder was? Oh. Ey, aua, das tut doch weh. Oh Mann, du bist vielleicht eine Alte. Darf man nicht unterschätzen, ne? Noch ein kleiner. Ja, ich weiß, du bist fertig, aber das schaffst du noch. Ja, ich bin stolz auf dich. Ich bin wirklich stolz auf dich. So, hier unten ist, glaube ich, Herren. Und die ist gerade besetzt. Oh, ist das dein Ernst, Junge? Wie lange dauert es denn noch? Ja. Es gibt hier noch andere Leute, die wollen aufs Klo. So. Du bist auch fitter geworden. Das ist echt genial. Also hier kommen wir auf jeden Fall noch mal hin. Ey, jetzt komm mal. Jetzt mach mal halblang. Das kommt nicht von. Als ob du frischer wärst, Junge. Außerdem hatte ich ja vor, duschen zu gehen. So, dann darfst du jetzt auch noch mal schnell aufs Klo. Und die Effi kann mal hier aufstehen. Und das Taxi rufen. Wo schläfst du eigentlich? Ach, da hinten. Ja, dann kannst du auch hier vorne das Taxi rufen. Oder darf man hier nicht telefonieren? Das ist ja Schwachsinn. Wofür liegt denn das hier? Ich habe eine Clubkarte. Aber das war doch ein schöner Ausflug. Okay, du verstehst dich also mit der? Wo geht ihr denn hin spielen? Nee, 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 nee. Hier, es wird jetzt nach Hause gefahren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ab mit euch ins Auto. Also, das war richtig cool. Und hier ist ja auch immer was los, ne? Also hier kommen wir auf jeden Fall noch mal hin. Das Foto ist echt hübsch von denen.
Aber ich glaube, ich muss mal was an den Outfits machen. Also, ich komme nach Hause, es ist vormittags. Und dann wird hier. Sind die schon fertig mit den Nerven, ne? Aber das macht ja nichts. Dann haben sie auf jeden Fall noch den Nachmittag, um noch ein bisschen vielleicht was zu machen, ne? Mit den Fähigkeiten. Also ich finde das gar nicht mal so unpraktisch. So, und dann bin ich bei euch jetzt parat. Was willst du denn jetzt schon wieder hier? Lass mich in Ruhe. Will niemand mit dir reden. Was ist denn los, Katze? Nein! 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 Oh nein! Und keiner hat's mitgekriegt. Und ich hab's auch nicht mitgekriegt. Och Gott. Ach du Kacke. Pünktchen. Okay. Ach du Kacke. Die einzige, die noch rufen wollte. Ey Leute, hier passiert was. Ist unser. Oh, ist das hübsch. Och Gott, ist das hübsch. Aber vielleicht die Urne sieht ja auch nicht so schlecht aus. Oh Mann. Unser armes Pünktchen. Kriegt auf jeden Fall auch Blümchen. Verdammt, und ich hab's verpasst. Konnte denn damit rechnen, dass das. Also ich. Also. Ja, genau. Sowas hier ist doch hübsch. Oder Rosen. Oder was ist das? Ist das Rosenbusch, ja. So, und dann kommt noch was in die Mitte hin. Eigentlich habe ich gedacht, so ein kleines. Da müssen wir aber auch drauf achten, dass die nicht verwelken, ne? Ach, Mann. Aber es hat auf jeden Fall ein schönes Leben gehabt bei uns, denke ich. Also. Kann man ja wohl nicht anders sagen. So, aber ich werde auf jeden Fall dann auch einen Cut machen. An der Stelle. Warte, es gibt Bodenbeleuchtung. Dann stellen wir die so hin, damit die auch ja schneiden können. So, es ist. Schade, dass unser Pünktchen jetzt doch von uns gegangen ist. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge und bis dahin sage ich Tschüss.